warum wir die Katharina Schulze als beste Rednerin Bayerns ausgewählt hat. Da heißt es, in ihren Reden voller Energie glänzte sie mit klaren Botschaften und einer greifbaren Persönlichkeit mit eindeutiger Positionierung. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben heute schon zwei Dinge gelernt. Das eine ist das Thema Hate Speech und Diskussionskultur begleitet uns immer wieder. Und wie von dir und deinem Einblick weiß ich, dass du besonders im Mittelpunkt stehst. Also es gibt ganze Kommentarseiten, wo ich nur scrolle, geblockt, 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 weil es ein Troll nach dem anderen ist. Ich weiß aber auch, manchmal lohnt sich ein Blick, was sagen denn diese Trolle und Hasse? Und manchmal steckt da was Wahres drin. Ich habe mal geschaut, was die schreiben, nur zum Thema Katharina Schulze und Rede. Man muss sich ein bisschen anstrengen, man hört schon raus, sie haben gar nicht so Unrecht. Nachdem ich mir vor der Bayernwahl einiges von Frau Schulze angesehen habe, ist Bewunderung so ziemlich das Letzte, was mir in den Sinn kommt. Phrasen, Phrasen, aber jetzt, ganz viel Wir, ganz viel Klimaschutz, ganz viel Öko, ganz viel Müssen und ganz viel Wollen. Ich nehme an, da bist du ganz viel. Ein anderer sagt, mit Herzen in Schwarz oder Gold, vor lauter strahlendem Lächeln kannst du vergessen, dass da jemand auf die Rede achtet. Gibt es auch Schlimmeres. In die Richtung gehen ja einiges. Sobald sie zu uns kommen, klappe ich meine Liegenschaften die Gehwege hoch und baue Hamsterfallen für feministische grüne Lachgasmiezen ein. Das ist Hass erfüllt, aber eigentlich kommt was Gutes rüber. Völlig überdreht und kindisch, diese Frau. In der Sache hat sie recht, aber das kann ich nicht ernst nehmen. Wunderbar. Dann, mich regt diese Frau auch auf. Ihre Art zu reden, alte weiße Männer. Und ihre politischen Ansichten, heute im Radio, Schulze als beste Rednerin ausgezeichnet. Emoticon. Dann, was ein Innergegend ist, auch bei unserer Analyse, lächerlich, die klingt wie eine Schülersprecherin oder die Schulsprecherin aus Phantasialand. Ich habe eben gedacht, toll, dass die klingen kann wie eine Schulsprecherin. Außerdem sind Schülersprecherinnen und Schülersprecher wunderbar. Super. Ja, und es war vor FFF. Ja. Ja. Wir haben es gleich. Wer auf schreiende Frauen mit starker Abneigung gegen das Patriarchat steht, wird bei ihr fündig. Jetzt schreibt übrigens ein der Blutbürger mit Schwertsymbol, eigentlicher Name German Psycho 12. Furchtbar. Und der letzte wird ganz böse sein: Dünnschiss 90 versenken. Und jetzt schreibt er was, wo ich sage, das erinnert mich an Nockerberg und man muss auch mal Trolle loben können, wie diese korngesundes Freilandhuhn beweist. Ich wäre gern ein korngesundes Freilandhuhn und wir freuen uns, dass du weiter gesund durch die Gegend springst und wir freuen uns auch, dass gute Rhetorik auch zu guten Wahlergebnissen führt. Und ich habe es hier schon, vielleicht wollen ich wollte es herausnehmen und dann endlich. Das sieht sehr schön aus. Ich halte es hier hin und dann genau, halten wir es so hin. Wir gratulieren ganz, ganz herzlich. Dankeschön. Gern. Merci. Und jetzt vielleicht einmal ohne Schwachsinn. Und die drei vielleicht noch ein bisschen näher schön zusammen. Genau. Applaus!